Moin Moin, willkommen zurück auf der Frühling 2023. Ja, wir sind hier gerade am Grasmähen. Ich habe da schon mal das Vorgewende letztendlich Vorgewende erledigt. Mal auf Screen ohne euch. Und wir mähen jetzt eben kurz die Wiese zu Ende. Dann werden wir uns heute, denke ich, auch noch anfangen, um die Felder zu kümmern. Das heißt, einmal mit dem Mähdrescher in die Richtung fahren. Gucken, ob wir es heute noch schaffen, mit dem Dreschen direkt anzufangen. Je nachdem, wie lange wir hier brauchen fürs Gras. Ja, ich freue mich total echt auf dieses Projekt. Kleine Felder, kleine Maschinen. Ganz anderes zu dem, was ich sonst meistens mache. Also sonst versuche ich eher mal die großen Maschinen gerne zu haben. Habe hier einfach mal ein bisschen Entschleunigung und einfach mal ganz entspannt ein Felder beackern. Genau, da geht es auch nicht darum, jetzt möglichst schnell reich zu werden oder wie auch immer. Einfach mal hier auch die alten Maschinen auszuprobieren. Aber wenn ihr noch Maschinen habt, die ihr hier gerne mal sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare. Entsprechend, ja, wenn Mod ist, den es nicht im Modder gibt, gerne mit Link mit in den Kommentar. Ich mir das direkt mal anschauen. Und gerade so alte Traktoren oder so, wenn ihr sowas habt, aber auch Anbaugeräte, freue mich über jeden Tipp. Ja, auch hier dieser Mäher von Fortschritt, der Selbstfahrer, ist schon ein schönes Stück. Nicht wie sonst immer die Mähbalken an den Traktor hängen und ab geht's, sondern hier direkt selber fahren damit. Ähnlich wie letztendlich der Big M. Aber der Big M, der ist mir einfach, ja, im Moment für den Projektstart auch ein bisschen groß und teuer gewesen, aber auch zu neu. Also wie gesagt, ich alte Maschinen nehmen und dann passt das auch. So, jetzt nur die Frage, was machen wir mit unserem Gras? Also wir sammeln uns natürlich gleich ein. Wir haben ja einen Ladewagen. Und wir haben auf dem Hof hier ein Multifrucht-Silo, das heißt, wir können es da theoretisch reinkippen. Ballenlager haben wir auch, wir haben aber noch keine Ballenpresse. Die müssen wir uns jetzt nach und nach mal verdienen. Und dann geht es natürlich darum, dass wir was brauchen für die Tiere. Also im Moment haben wir ja Hühner und Kühe. Die Kühe brauchen natürlich Gras, die Hühner nicht. Die kriegen dann eher Weizen und Gerste, was wir dann gleich ernten noch. Ja, aber vielleicht sollten wir ein bisschen Gras zu Silage verarbeiten im Fermenter und ein bisschen was auch noch zu Heu machen. Dann für das, für Mischrationen. Ich denke, das wäre ein ganz sinnvoller Plan. So, aber erstmal mähen wir das hier ab. Und dann sollten wir gleich auf jeden Fall das erste Feld, was wir abernten, sollte dann auf jeden Fall das Weizen- oder Gerstefeld sein. Damit wir auf jeden Fall ein bisschen Futter für die Hühner kriegen. Können die schon mal loslegen zu produzieren. Und dann haben wir ein paar Eier dann zum Verkaufen irgendwann. Denn, wie gesagt, es geht nicht darum, so viel möglichst schnell reich werden. Aber ein bisschen Geld soll natürlich trotzdem reinkommen, damit wir auch wirklich hier ein bisschen vorankommen. Ja, aber auch zu der Map nochmal hier gesagt. Und die jetzt noch mal ein bisschen angeschaut. Die ist echt super gemacht.
Gefällt mir total. Auf den ersten Blick sofort gedacht, ja, darauf musst du spielen. Ich hoffe, die ersten Eindrücke bestätigen sich über die ganze Zeit jetzt. Aber da bin ich ganz guter Dinge. Von Kalle kommen ja in der Regel Karten mit einer guten Qualität. Ja, mach ich mir keine Sorgen. Ja, nach wie vor der Aufruf, den ich in der ersten Folge schon gesagt habe. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich mit Oldtimern komplett spielen soll, die ganze Staffel. Oder ja, ob ich letztendlich nach und nach den Fuhrpark modernisieren soll, auf neue Fahrzeuge gehen soll. Also ich bin da ganz offen. Im Moment tendiere ich eher bei Oldtimern zu bleiben, aber da lässt sich ja drüber reden. Gut, dann haben wir das Grasfeld hier fast fertig. Also der Porsche, der lässt sich echt ganz gut fahren. Bin ich mir zufrieden. Und in der Wiese hier kriegen wir schon einiges runter, denke ich. Müssen wir mal schauen, wie wir dann die Wiese bearbeiten danach. Wir müssen ja auf jeden Fall irgendwie die nächste Düngestufe wieder drauf kriegen. Das heißt, entweder fahren wir mit dem Düngesteuer drüber oder wir investieren noch mal ein bisschen und kaufen einen Striegel. Den können wir natürlich auf anderen Feldern auch nutzen gegen Unkraut. So gesehen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Außerdem müssen wir natürlich schauen, wie sieht das aus? Muss das Feld gepflügt werden? Oh ja, muss gepflügt werden. Okay, dann sollten wir nach dem Grasschnitt auf jeden Fall einmal pflügen. Und das Feld dann wieder ready machen. Gerade Grasfeld reicht ja, wenn es dann einmal gepflügt ist und dann quasi nie wieder. Aber diese Arbeit sollten wir uns einmal machen, dann haben wir immer mehr Ertrag. Ja, das ist einiges an Arbeit, die man hat, gerade am Anfang. Aber ganz entspannt. Das kriegen wir alles hin. So, die letzten zwei Bahnen, würde ich sagen. Zur Bahn. Ja, die Rehe rennen übers Feld. Wunderbar. Wollte ich nicht. So. Genau, das Mähwerk kann man hier schön die Räder ausklappen und so und dann kann man es direkt ziehen. Man braucht keinen Netflix-Wagen oder irgendwas. Und dann einfach anhängen. Und ab dafür. So, ich würde jetzt gleich erstmal gerne mit dem Drescher zum Feld fahren. Aber bevor wir das machen, zumindest einmal kurz den Wender ausprobieren.
Dem habe ich hier jetzt noch gar nicht gearbeitet. Also auch für mich eine Premiere. Mal gucken, wie ihr so funktioniert. Es gibt davon auch letztendlich ein Schwader. Kann ich das einmal zeigen. Mähtechnik, hier ist der Fortschritt, Kombination. Hier ist das Mähwerk. Hier haben wir den Schwader und hier den Wender. Den haben wir ja. Der Schwader sieht letztendlich fast identisch aus. Ein paar kleine Unterschiede sind da, aber nicht viel. So, dann ab dafür. Ah, okay, das wird dann nach links ausgepustet. Der Förderschnecke. Entspannte 18 km/h. Arbeitsgeschwindigkeit. Und dann kann man es ja mal so machen, dass man quasi jede zweite Bahn in eine andere Richtung macht. Das heißt, nächste Bahn wenn es dann nach außen Weltrand hinfliegt, dann hat man gerade eine Schwad. Und dann mal gucken, wie gut wir das dann einsammeln können. Oder wir dann noch einen Schwader brauchen. Boah, ich muss echt sagen, ja. Das funktioniert echt gut. Hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet, muss ich sagen. Okay. Aber, wie gesagt, jetzt waren wir mit dem Dreischatz im Feld. Ich würde sagen, das Feld direkt hier neben dem Hof, was wir da vorne schon sehen, Feld Nummer 12. Unser Weizen. Da machen wir uns jetzt mal ran. Also teilweise hat man hier mit ganz großen Maschinen auch nicht so wirklich die Chance, daher... Okay, das war der Anhänger. Ja, so kleine bis maximal mittlere Maschinen letztendlich. Das ist für die Map hier angebracht. Zumindest wenn man mit dem Hof hier so spielt, wie er ist. Ansonsten macht man sich, glaube ich, keine Freude. Wenn man überall immer aneckt mit den großen Maschinen. Gut, ist einmal Schild umgefahren. Oh, das juckt mich jetzt nicht. So, wie sieht denn das aus? Einmal Drescher aufklappen. Dann nichts mehr. Und die Stroblage einschalten, auf jeden Fall. Die Post. Ja, sehr schön. Also ein kleiner, aber feiner Drescher. Unser Deutz. Ja.
Aber für die Feldgrößen absolut ausreichend. Da gibt es ein paar Felder, die ein bisschen größer sind als das hier, aber da habe ich jetzt keine Bedenken, dass der Drescher zu klein ist. Mal gucken, wie lange es dauert, bis Korntank voll ist. Ah, ein Vorgewende schafft wir locker. Mal kurz schauen, haben wir denn hier überhaupt 0% gedüngt, 23% Ertragsbonus. Nur die Kalk muss gepflügt werden. Ja, also auch da haben wir gleich jede Menge zu tun. Dadurch ist der Ertrag natürlich auch nicht ganz so groß, wie er nachher immer sein wird. Aber was erwarten wir? Wir haben ja den Hof übernommen, um den wieder vorne zu bringen. Und entsprechend verbessern wir alles. Auch die Böden sind nicht auf den Feldern. Wunderbar. Ich denke, dass ich auch in dieser Staffel wieder ein paar Arbeiten zwischendurch habe, die ich mit euch zusammen anfange und wahrscheinlich auch beende und mittendrin vielleicht ein klein bisschen im Zeitraffer, in der Timelapse arbeite. Muss ich mal schauen, inwiefern mache. Im Feld wohl jetzt nicht, aber zum Beispiel das ganze Gras mähen und so, wenn das mal ansteht. Diese Option auf jeden Fall offen. Und hole euch dann lieber bei den spannenden Arbeiten dazu. So, 31% haben wir jetzt voll. Ja. Das ganze Feld werden wir damit nicht abernten können, also müssen wir zwischendurch abtanken, aber schon ein ganzes Stück. So, Vorgewende ist erledigt. Jetzt können wir rauf runter und dann läuft das. Aber ich sehe, wir haben auch schon wieder die Zeit erreicht. Folge beendet. Daher, machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Like da. Ein Abo. Ihr kennt das Spielchen. Super, bis dann. Ciao, ciao.